I am the Jochen und das ist der Frühsport für Donnerstag, den 12. Mai 2022. Schönen guten Morgen. Ich habe gleich noch ein paar Nachträge zur Champions League Reform, aber erstmal will ich den Blick auf Schöneres richten und zwar auf ein paar frische Ergebnisse, wobei so frisch sind die schon gar nicht mehr aus den USA. NHL Playoffs, da gibt es die 3:2 Führung für Toronto gegen Tampa Bay, ebenfalls 3:2 vorne Carolina gegen Boston. Los Angeles 3:2 vorne gegen Edmonton und St. Louis führt 3:2 gegen Minnesota. Das nur noch am Rande. Das waren die Ergebnisse also aus der vergangenen Nacht. Jetzt diese Nacht, die jetzt gerade eben läuft, ist schon wieder was angesetzt. Sage ich morgen Bescheid. Und in der NBA hat es auch zwei Führungen gegeben. Die Miami Heat geht 3:2 in Führung gegen Philadelphia und Phoenix, die Suns also mit 3:2 jetzt vorne gegen Dallas. Morgen weitere Ergebnisse und dann vielleicht auch die nächsten Entscheidungen. So, jetzt gucken wir, was sonst noch so los war in Sachen Sport. Ich habe Bock, heute mal nicht mit Fußball anzufangen. Wir fangen mal an mit... Was machen wir denn zuerst? Gehen wir mal zum Tennis. Gehen wir mal nach Rom und da gab es gestern keine großen Überraschungen. Zverev ist eine Runde weiter, Nadal ist eine Runde weiter, Tsitsipas ist eine Runde weiter, wobei der sich schwer getan hat gegen Dimitrov. Und Kravitz-Mies sind im Doppel erfreulicherweise eine Runde weiter. Das heißt, heute heißt das Programm ab 11 Uhr live auf Sky Sport. Unter anderem Alexander Zverev gegen Alex de Minaur. Damit geht's los, dann gleich um 11. Dann haben wir Tsitsipas gegen Kachanov im Anschluss. Am Nachmittag dann so gegen 16 Uhr Djokovic gegen Wawrinka. Der ist wieder da. 37 ist er, glaube ich, inzwischen. Und mal sehen, was er jetzt gegen Djokovic noch reißen kann. Und den Abschluss wird dann machen Nadal gegen Shapovalov. Das also die Partien auf Sky Sport Seite ab 11. Wenn ihr Lust habt, den ganzen Tag über live dabei. Und ich finde, es ist ein gutes Programm. Kommen wir zum Radsport. Da gibt es beim Giro d'Italia eine weitere Etappe zu verkünden. Gestern gab es die fünfte. Die endete im Massensprint mit Sieg für Arnaud Demar, bester Deutscher. Phil Bauhaus, der Sechster wurde. Das ist immerhin auch schon mal was. Gesamtklassement unverändert. Da hat sich nichts getan. Da führt weiterhin Lopez. Und zwar, ich muss es nachschauen, es ist nämlich Juan Pedro Lopez. Weil die... Es Lopez ganz schön im Feld. Deswegen muss ich gucken, dass ich den richtigen erwische. Also der ist es auf jeden Fall. Genau, vor Lennart Kemner, der ist Zweiter und Ryan Taramee Dritter, das ist ja alles geblieben, sagte ich ja gestern dann bereits. Nächste Etappe heute um 12.25 Uhr beim Giro d'Italia, das wird wieder ein Massensprint geben im Ziel, das kann ich jetzt schon mal prophezeien. Jetzt halte ich es hoch und hoffe, dass es diesmal nicht spiegelverkehrt ist. Mal sehen. Ihr seht, da ist nicht viel los. Fängt hier an, kleiner Hubel am Anfang, was ist das, vierte Kategorie? Ja, nichts Tolles. Und dann trudelt es halt so aus. Gibt eine gemeinsame Ankunft. Da könnt ihr sagen, was er wollt. Da wird niemand sich absetzen können. Es wird vielleicht sich jemand absetzen können, aber wer auch immer, wird auf jeden Fall rechtzeitig eingefangen werden. Trotzdem ein nettes Etäppchen. Aber ich würde dann, glaube ich, heute lieber Tennis gucken. Das scheint mir spannender zu werden. Am Abend gibt es Darts von der Premier League. Die zieht sich jetzt langsam doch so ein bisschen, oder? Es ist die 14. Nacht, drei kommen noch, also heute die und dann noch zwei und dann kommt endlich die Finalrunde. Wird jetzt auch langsam Zeit. Cullen gegen Wade sollte heute das Auftaktspiel sein, aber Wade ist nicht medically cleared, wie es so schön heißt. Also der kann heute nicht antreten. Liegt auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Das ist natürlich doof heute, wenn er nicht antritt. Da kann er keine weiteren Punkte sammeln. Damit Cullen auch automatisch eine Runde weiter. Der ist Fünfter und damit also als Erster momentan nicht qualifiziert für die Finalrunde der besten vier. Jetzt wird er Punkte gut machen können, möglicherweise. Und Wade wird vielleicht nach hinten rutschen. Müssen wir mal abwarten. Die anderen Spiele, Viertel nach 8 geht es dann los mit Anderson gegen Price, dann Van Gerwen gegen Wright und um 21:15 ist angesetzt Smith gegen Clayton. Clayton ja bereits als Erster und Einziger bislang qualifiziert für diese Runde der letzten vier. Schauen wir zum Basketball. Da ist in der BBL die Saison endlich zu Ende. Das hat jetzt noch einen Haufen Nachholspiele gegeben, aber die sind jetzt auch soweit absolviert. Eins wird nicht mehr ausgetragen, nämlich Alba Berlin gegen Braunschweig. Das ist auch völlig egal für die Wertung, denn gestern gab es noch einen Sieg von Ludwigsburg gegen Heidelberg und damit haben wir jetzt eine Abschlusstabelle nach Ende der regulären Saison. Die 8 Playoff-Teams sind Alba Berlin als bestes Team der Vorrunde. Vor den Telekom Baskets Bonn auf der 2, Bayern München ist Dritter. Auf der 4 Ludwigsburg, 5 Ulm, 6 Chemnitz, 7 Hamburg und 8 Brose Bamberg.
Die Absteiger, das hatte ich ja schon bekannt gegeben in den letzten Wochen, Frankfurt und Gießen, wobei da jetzt wieder Hoffnung besteht, denn es wird eine Wildcard vergeben, weil sich aus der zweiten Liga nicht genügend Teams eine Lizenz beantragt haben zum Aufstieg in die BBL. Und es kann passieren, letztes Jahr ist ja Gießen eigentlich auch schon sportlich abgestiegen gewesen, ist dann drin geblieben per Wildcard. Das könnte jetzt wieder passieren. Schauen wir mal, ob es so sein wird. Und wir schauen vor allem jetzt auch mal kurz auf den Playoff-Baum, wie es da dann losgehen wird am Wochenende mit den Playoffs. Wir haben Alba Berlin gegen Brose Bamberg in der ersten Runde. Bonn trifft auf Hamburg, Bayern München gegen Chemnitz und Ludwigsburg gegen Ulm. Das sind die Serien, die wir dann hier begleiten wollen. Am Schluss noch der Hinweis zum Basketball. Den Eurocup gewinnt Bologna. Und zwar, ich möchte es einfach gerne nochmal komplett sagen, der Eurocup, der geht an... War das Frutti Extra? Ne, das waren die anderen, gell? Das war Bursaspor. Frutti Extra Bursaspor hat verloren gegen Segafredo Bologna. So rum. Also auf jeden Fall, der Cup geht nach Italien. Glückwunsch an dieser Stelle. Champions League im Handball gab es gestern Abend mit den zwei deutschen Teams gegen starke Gegner. Flensburg-Handewitt verliert zu Hause gegen Barcelona mit 4 Toren. Das wird im Rückspiel eine Herausforderung. Und PSG gegen Kiel endet unentschieden. Sicherlich ein Vorteil für die Kieler, dass sie auswärts dieses Remis geholt haben und können jetzt zu Hause mit einem Heimsieg, das ist irgendwie logisch, weil auswärts geht ein Heimsieg nicht, aber sie können jetzt alles klar machen im Rückspiel. Das ist die Ausgangslage. So, was haben wir heute noch Schönes? Handball gibt es nämlich heute auch wieder aus der Handball-Bundesliga. 4 Spiele um 19 Uhr live auf Sky Sport. Da gibt es dann Göppingen HSV, Wetzlar gegen Erlangen, Lemgo, Rhein-Neckar-Löwen und Hannover-Burgdorf gegen Balingen-Weilstetten. So, Handball haben wir damit auch. Darts habe ich nicht gesagt, ne? Wird oft das Spiel, wie immer, wisst ihr ja, Sport 1 und The Zone sind live dabei beim Darts. Handball bei Sky Sport habe ich, glaube ich, gesagt. Und Tennis und so weiter hatten wir ja auch schon durch. Dann gehen wir jetzt zum Fußball, würde ich sagen. Das haben wir uns jetzt auch verdient. Schauen wir mal, was gestern los war in Europa. Erstens gratulieren wir Inter Mailand zum Sieg in der Coppa Italia. Der Pokal geht also wieder nach Mailand und damit bleibt der Traum vom Double erhalten. In der Liga sind sie ja mit Milan noch im harten Zweikampf um den Titel. Den Pokal haben sie sich gesichert gegen Juventus Turin per Verlängerung. 4:2 haben sie das dort geschafft. Glückwunsch nach Mailand und Glückwunsch auch zu Ajax Amsterdam rüber in die Niederlande, denn die sind Meister in der Eredivisie geworden. Letztes Spiel 5:0 gegen Heerenveen, das ist kein Thema gewesen. Eindhoven gewinnt zwar parallel auch gegen Nijmegen, aber das hat dann keinerlei Auswirkungen mehr, denn Ajax jetzt vor dem letzten Spieltag 4 Punkte vorne und das kann man nicht mehr aufholen. Glückwunsch also auch dazu. Und dann schauen wir nochmal in die Ligen, die sonst so gespielt haben. Ja, in Belgien, Brügge jetzt wieder gewonnen gegen Saint-Gilloas, 2. Sieg innerhalb von wenigen Tagen. Und damit dürfte der FC Brügge dort auch Meister werden. Ich glaube, das Ziel von Saint-Gilloas kann nur noch sein, den Champions-League-Platz zu retten. Mal sehen, ob ihnen das immerhin gelingt, das Team von Dennis Undaf. In der Premier League hat sich Manchester City wieder die 3 Punkte vor Liverpool gesetzt mit ihrem Sieg in Wolverhampton. Das war ein klares Ding. 5:1 haben sie das gewonnen. Wolverhampton damit auch jetzt nur noch mit sehr, sehr, sehr kleinen Chancen auf Europa. Ich denke mal, das wird nichts mehr. Chelsea hat sich wieder ein bisschen gefangen und gefestigt. Die gewinnen 3:0 in Leeds und sichern damit Tabellenplatz 3. Aber Arsenal könnte heute Abend nachziehen. Sagen wir gleich, was heute Abend los ist. Wir schauen kurz nach Spanien. Da haben sich Atletico per Sieg und Sevilla per Unentschieden jetzt ausreichend, meiner Meinung nach, von Betis abgesetzt, haben 5 bzw. 6 Punkte Vorsprung, 2 Spiele noch. Also ich denke, die spanischen Champions League-Vertreter neben Barca und Real werden sein, Atletico und Sevilla. Betis wohl nur in der Europa League. Aber da ist auch das allerletzte Wort natürlich noch nicht gesprochen. Und in Frankreich, da gab es jetzt das Aus. Verzeihung. Für Olympique Lyon. Im Kampf um Europa, die mussten zuschauen, wie Nizza gewonnen hat am gestrigen Abend. Da gab es ja noch ein Nachholspiel gegen Saint-Étienne. Und damit Nizza zurück auf Platz 4, auf dem Europa-League-Platz, vorbei an Stade Rennes, weil die nämlich gestern nicht gewonnen haben. Die haben verloren in Nantes mit 1:2. Und damit jetzt Lyon aus dem Rennen. Die werden nächstes Jahr nicht international mit dabei sein. Das nur noch am Rande. Schauen wir aufs Fußballprogramm von heute Abend. Da gibt es ein paar Handpicked Matches, würde ich sagen. Erstmal am Nachmittag um 14 Uhr spielt unsere U17 der Frauen im Halbfinale der Europameisterschaft gegen Frankreich, live auf uefa.tv zu sehen. Und am Abend gibt es dann ein Spiel, was besonders ins Auge sticht aus der Premier League, nämlich Tottenham Hotspur gegen FC Arsenal. Das North London Derby. Beide im Clinch um die Champions League. Momentan Arsenal auf der 4, Tottenham auf der 5. Ganz wichtiges Ding. Jetzt also das Duell auf Sky Sport live zu sehen, 8:45.
Ich bin gespannt, wer da vielleicht den entscheidenden Schritt gehen kann. Kann das Arsenal? Ja, wenn die Gunners gewinnen, ist es durch. Richtig. Wenn Arsenal gewinnt, ist die Champions League-Frage geklärt. Dann ist auch automatisch Chelsea in der Champions League. Dann brauchen wir da nicht mehr drüber reden. Gewinnt aber Tottenham, sind sie nur noch einen Punkt hinter Arsenal. Dann wird es nochmal richtig heiß. Das ist die Ausgangslage. Und in Spanien, da gibt es noch 3 Spiele live auf der Zone. Um 19 Uhr Real Sociedad gegen Cadiz. Um 20 Uhr Villarreal bei Rayo Vallecano. Und um 21:30 dann Real Madrid gegen Levante. Ein bisschen Schaulaufen für den Meister. Das ist also heute der Tag. Ich glaube, Tennis steht heute ganz klar im Fokus, würde ich mal soweit sagen. Und ansonsten Tottenham gegen Arsenal, wenn es ein bisschen Fußball sein darf. Morgen sehen wir uns wieder, wenn ihr Lust habt. Würde mich freuen. Ach, habe ich vorhin noch gesagt, ich sage was zur Champions League? Ja, jetzt wollte ich hier schon Abgesang machen. Verlängerung jetzt, Champions League Verlängerung. Gestern habe ich erzählt, wie die neue Champions League aussieht vom Ablauf her. Ich habe inzwischen noch ein paar weitere Infos mir aufsammeln können. Und zwar, da habe ich gestern noch gar nicht gesagt, es wird weitere Vorrundenspieltage geben. Bis jetzt sind es ja 6 Wochen, in denen die Vorrunde gespielt wird. Spieltag 1 bis 6 in den Gruppen und dann jeweils Champions League, Europa League und Conference League. Jetzt ab sofort wird es ja pro Team 8 Vorrundenspiele geben. Da habe ich dann gedacht, aus diesen 6 Vorrundenwochen werden dann halt 8. Pustekuchen, es werden 10. Denn es wird jeweils eine Woche geben, in der exklusiv nur die Europa League und exklusiv nur die Conference League spielen soll, um mehr Fokus auf diese Wettbewerbe zu legen. Welche Wochen das sein werden, weiß ich nicht. Sinn machen würden für mich nur die letzten, die finale Woche, wo es dann wirklich um die Wurst geht. Wie sie es machen, weiß ich nicht. Aber das heißt, es gibt 10 Vorrundenwochen jetzt international plus 2 Wochen dann, in denen diese Playoff-Spiele ausgespielt werden. 9. gegen 24. und so weiter und so fort. Und dann schließen wir mit dem Achtelfinale an, was wir kennen. Das heißt, insgesamt haben wir also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen, bis zu 6 Wochen mehr, in denen gespielt wird. Gestern schon. Gut, irgendwo müssen diese 100 mehr Spiele ja irgendwo hin. Ne? Ich habe gestern schon gesagt, das wird ein ganz schöner Krampf. Und das wird schlaufen, glaube ich. Wir schauen mal kurz drauf, wie es aussieht für die nächste Champions League. Die wird ja noch normal gespielt. Im Moment haben sich bereits sicher qualifiziert für die nächste Champions League. Manchester City und der FC Liverpool. Dazu wahrscheinlich Chelsea und Arsenal. Ich hatte es schon gerade gesagt. Aus Spanien haben wir Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid und Sevilla. Sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Italien kommt mit AC Milan, Inter Mailand, Napoli und Juventus. Das steht schon fest. Deutschland mit Bayern, Dortmund, Leverkusen und, müssen wir sehen, vermutlich Leipzig. Aus Frankreich kommt Paris Saint-Germain. Und dann, ja, ist noch nicht entschieden. Ich tippe auf Marseille. Da käme jetzt dann zum Tragen, dass ein dritter Verein aus Frankreich reinkäme direkt. Das ist ja dann die neue Regel. Momentan sind es nur 2. Es kann noch der dritte, das wäre im Augenblick Monaco, in die Playoffs gehen. Aber es wäre dann zukünftig ja ein weiterer fixer Platz. Also Monaco wäre dann jetzt auch noch dabei. Wir haben den FC Porto und Sporting Lissabon aus Portugal dabei. Wir hätten Ajax ganz frisch gebacken als Meister am Start. Dazu kommt der belgische Meister. Das wird wahrscheinlich Brügge, wie ich gerade schon sagte. Dazu Red Bull Salzburg, Celtic als schottischer Meister und Shakhtar Donetsk. Das sind momentan die Teams, die fix wären für die Champions League. Dazu kommen dann Playoff-Teams und aus den beiden Ligen mit der besten Bilanz des letzten Jahres dann jeweils noch einer. Das war das, was ich gestern ja auch sagte, da wird er nachgerückt. Das sind, wenn man sich die letzte Saison anguckt, England und die Niederlande. Das heißt, es würde der Fünfte aus England nachrutschen, das wäre in dem Fall jetzt dann Tottenham Hotspur. Und aus den Niederlanden würde der Dritte, nee, würde der Zweite nachrutschen, das wäre PSV Eindhoven. Genau, die hätten wir dann mit drinne fix in der Gruppen. Phase. So, und dann gehen wir auf die Koeffizientenliste mal drauf, wie es momentan aussieht für nächste Saison beispielsweise. Da haben wir die Bayern vorne als bestes Team vom 5-Jahres-Koeffizienten her. Also die Mannschaft, die in den letzten 5 Jahren am erfolgreichsten international gespielt hat. Schöne Sache. Liverpool auf 2, Manchester City, Chelsea, Real Madrid, Barcelona, PSG und Juve. Das sind im Augenblick die Top 8 und die werden dann im ersten Topf. Das heißt, jede Champions-League-Mannschaft von den 36 würde 2 Spiele bestreiten gegen Teams aus dieser Achtergruppe. Bayern, Liverpool, City, Chelsea, Real, Barca, Saint-Germain und Juventus. Da kann man nicht meckern. Also bisher ist es ja so, man hat ein Spiel gegen ein topgesetztes Team in seiner Gruppe. Wenn man Pech hat, ist das dann halt ja, Sporting Lissabon oder Spartak Moskau gewesen. Aber da muss ich sagen, sind schon echt knalle Namen. Und da kann man sich doch als kleine Mannschaft dann freuen, wenn man zweimal gegen die spielt. Aber es ist ja nur ein Heimspiel dabei. Das andere ist auf jeden Fall ja auswärts, in einem Riesenstadion. Auch ganz nett, mal schöne Auswärtsreise machen.
Das wäre also momentan Stand der Dinge. Die zweite Gruppe wäre dann momentan Atletico Madrid. Gut, weiß nicht bei jedem, ob es reinkommt. FC Sevilla wäre da dabei. Leipzig wäre in der zweiten Gruppe. Tottenham, wenn sie jetzt doch noch nachrutschen würden, wäre dabei. Ajax wäre dabei. Porto, Arsenal und auch Villarreal wäre wieder dabei. Aber die schaffen es ja nicht in die Champions League. Deswegen müssen wir die streichen. Dann ist es Borussia Dortmund, die im zweiten Topf landen. Und auch gegen die würde dann jede Mannschaft zwei Spiele bestreiten. So vom Prinzip her. Das wollte ich noch ein bisschen illustrieren, weil das gestern alles sehr theoretisch war. Ja, jetzt genießen wir erstmal, würde ich sagen, noch die nächsten zwei Saisons mit einer normalen Champions League und dann ab 24 geht es dann richtig rund. Schauen wir mal, was wir davon zu halten haben. Ich bedanke mich fürs Zugucken, fürs Aushalten, für die Zugabe jetzt gerade noch, für die Verlängerung. Wenn ihr morgen wieder dabei wärt, freue ich mich natürlich wie immer und morgen schauen wir dann auch auf die beginnende Eishockey-Weltmeisterschaft. Das ist nämlich das nächste große Highlight und das geht nämlich morgen los. Und da erzähle ich morgen ein bisschen was zu. Und mehr. Bis dann. Habt eine gute Nacht. Nee, also ich gehe jetzt schlafen, aber ihr habt einen guten Tag hoffentlich, wenn ihr das hier guckt. Und kommt gut durch den Donnerstag. Tschüss.